Die Kollegin Dr. Silke Launert das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Zuckerbrot und Peitsche. Leider muss ich nach dieser Methode bei meiner Rede heute vorgehen zum Entwurf der Reform des Sexualstrafrechts. Zunächst freut es mich außerordentlich, dass der Bundesjustizminister den Fall Edati zum Anlass genommen hat, schnell dieses Thema auf die Agenda zu setzen. Sein Ministerium hat arbeiten lassen, einen Entwurf erarbeiten lassen, mit dem Ziel, Gesetzeslücken, Schutzlücken zu schließen und europäische Vorgaben umzusetzen, die noch nicht ausreichend umgesetzt sind. Und es ging zügig voran und es freut mich, wenn schnell gehandelt wird. Wir haben wirklich sehr viele positive Aspekte. Das eine ist, dass Sexualstraftaten gegenüber Personen unter 30 Jahren länger strafrechtlich verfolgt werden können, weil die Verjährung ruht bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres. Wir haben es schon mehrfach angesprochen. Und Frau Wozzyniak, ich brauche da keine Evaluation. Kommen Sie einfach zu mir. Ich erzähle Ihnen zig Fälle in der Praxis, die sich wirklich freuen, dass die Verjährung jetzt nicht zu früh eintritt, sondern dass das Ganze weiter rausgezogen werden kann. Und es ist nicht nur die Verdrängung oder dass die Opfer einfach so viel Zeit brauchen, weil es natürlich einen ganz intimen Bereich betrifft, sondern, wenn man sich ein bisschen mit der Psychologie beschäftigt, gerade bei kleinen Kindern führt es zu einer Art Abkapselung. Die können das gar nicht beantworten. Das wird frühzeitig verdrängt, dieses Trauma im Sinne einer Abkapselung. Und erst 20 Jahre später im Erwachsenenalter taucht plötzlich die Erfahrung auf. Ich kann Ihnen auch dazu konkrete Beispiele nennen. Oft erst, wenn der Täter wieder als Trainer im Sportverein tätig ist, wieder mit kleinen Kindern umgeht, plötzlich kommen diese alten Geschichten aus dem Nichts hervor. Wir haben Gesetzeslücken oder wir wollen Gesetzeslücken schließen durch diesen Entwurf bei Vertretungslehrern, aber auch bei Personen, die mit dem Kind in einem Haushalt leben. Das ist ein ganz großer Anwendungsfall in der Praxis. Wenn nämlich der Stiefvater oder die Großeltern, wenn die sexuell übergriffig werden. Auch da haben wir Schutzlücken geschlossen und ich freue mich sehr, dass wir da vorangehen. Ein weiterer Aspekt sind die sogenannten Posing-Bilder. Der eigentliche Anlass der Reform, so habe ich es zumindest empfunden. Und ich gebe zu, da ist leider auch dann der Punkt, wo ich doch ein paar Kritikpunkte anbringen muss. Wir haben bei der Strafbarkeit wegen Kinder- und Jugendpornografie, § 184 b und c, eine Erweiterung im Wortlaut. Bilder einer ganz oder teilweise unbekleideten Person fallen jetzt auch darunter in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung. Das ist aber, und da haben wir auch frühzeitig schon darauf hingewiesen, nicht eine so phänomenale Erweiterung gegenüber der Rechtsprechung, die wir vorher auch haben. Und da haben Sie natürlich recht, das macht wieder Abgrenzungsprobleme, auch wenn dann das Auffangbecken Persönlichkeitsrechtsverletzung jetzt da ist. Es macht schon einen Unterschied, ob Posing-Bilder als Kinderpornografie bestraft werden oder als bloße Persönlichkeitsverletzung, § 201a StGB. Darunter fallen sie nun, diese Nacktbilder von allen Personen, die unbefugt aufgenommen werden, aber natürlich vor allem auch die von Kindern. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich primär zählen die Nacktbilder von Kindern zu primär sexuellen Zwecken. Das ist mein Hauptanliegen bei dieser Reform. Das ist übrigens auch die EU-Richtlinie, die wir umsetzen müssen. Da steht ganz eindeutig drin, Kinderpornografie ist auch die Darstellung der Geschlechtsorgane eines Kindes für primär sexuelle Zwecke. Und da frage ich mich schon, wieso können wir das nicht auch in die Kinderpornografie packen? Ich weiß das, ich bin auch Juristin. Ich kenne die Gesetzessystematik. Nur ganz ehrlich, wir sind der Gesetzgeber. Wir können die Gesetzessystematik ändern. Wir können die Überschrift nennen, Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung und Kinderpornografie. Paragraph Kinderpornografie ist, und dann nehmen wir es so, wie es in der EU-Richtlinie steht.
Ich persönlich, je länger ich mich damit befasse, desto besser finde ich diese Formulierung der EU-Richtlinie und es hätte uns viele Abgrenzungsfragen erspart. Ich möchte nur noch einen kurzen Aspekt sagen, warum es gar nicht so falsch ist bei den Sexualstraftaten, wenn es um die Posingbilder, Nacktbilder von Kindern geht, zu primär sexuellen Zwecken, dann hat es natürlich einen Zusammenhang mit den Sexualstraftaten. Mein Mann ist Strafrichter, ich war ja auch Richterin und Staatsanwältin, aber er kam 3 Wochen vor dem Fall Edati nach Hause, erzählte mir, dass er heute jemanden verurteilt hat wegen Kindesmissbrauch und er war vorbestraft wegen Kinderpornografie. Und dann sagte er so schön, abstrakt, offensichtlich gibt es doch einen Zusammenhang. Jetzt weiß ich natürlich, und wir hatten das in der Sachverständigenanhörung, dass das nicht immer so ist. Und die Sachverständigenanhörung sagt uns, dazu gibt es keine Statistiken. Die Praktiker, zu denen ich mich zähle, haben aber ein bisschen ein anderes Gefühl. Nicht jeder, definitiv nicht jeder, aber einige. Es ist ja auch nur menschlich, ja. Und wenn es nicht, wie mir die Praktiker bei der Rechts-AG sagen, 30% sind, sondern nur 5%, die schwach werden, die auch einmal ihre Sexualität ausleben wollen, dann ist das schon 5% zu viel. Es wäre durchaus möglich gewesen, ob des Sachzusammenhangs oder unter dem Gesichtspunkt der abstrakten Gefährdung, das auch mit dort einzuordnen und die Überschrift neu zu gestalten. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir das noch ändern, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir noch einen weiteren Punkt ändern. Und das ist nämlich eine der Konsequenzen der Einordnung der Nacktbildern bei dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und das ist schon so, das hat Herr Hofmann angesprochen. Ich habe einen, der ist wegen diesen Nacktbildern vorbestraft, jetzt nach dem neuen Gesetzesentwurf. Der kriegt als Ersttäter mit mehreren Nacktbildern 50, 60, 70 Tagessätze, gilt als nicht vorbestraft, steht somit nicht im Führungszeugnis. Im erweiterten Führungszeugnis würde es drinstehen, wenn die Nacktbilder Kinderpornografie wären. Das sind sie ja jetzt nicht. Also steht es nicht drin. Sie haben also ein Kind im Sportverein, ich habe 2 kleine Kinder, der Trainer ist vorbestraft wegen nackten Posingbildern und es steht nicht im erweiterten Führungszeugnis. Ich denke, da können wir noch nachbessern, aber es wurde ja schon in vielen Punkten nachgebessert, sodass ich da die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe. Ein weiterer Punkt, den ich noch anstreichen muss, ist die Strafverschärfung. Auch da habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass man beim Besitz und Erwerb von Kinderpornografie den Straf